Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Jordemar und Rimini mit Martyreisen. StuCard.ch, die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Und UE Megaboom, dein kabelloser Party-Sound. Du schaust den Party Break auf Star TV. Hallo und herzlich willkommen auch das Jahr im Sommer 2015 sind wir mit Fun for Young wieder an den zwei geilsten Partydestinationen von der Schweizer im Ausland. Zum einen in Bella Italia in Rimini und zum anderen an der Costa Brava in Spanien. Jordemar. Heute bei uns im Party Break. Wir zeigen euch die geilsten Clubs von Jordemar. Partystimmung pur, schöne Strand und Emotionen mit Paddeln und. Wir sind unter anderem an der Beach Party und vieles mehr. Und bei uns im Interview der König vom Schweizer Nightlife, der Mr. DJ Antoine und der Boss aus Deutschland, der Kollege. Das und mehr heute bei uns im Party Break. Ja, ich glaube, Damen und Herren, es gibt eine recht geile Sendung heute. Partystimmung pur in Jordemar. Ich kann sagen, wenn ihr mal richtig wollt, einen draufgeben, mit Party natürlich, ein bisschen Drinks und vielleicht noch irgendwelche andere Sachen, dann kommt auf Jordemar. Das beste Angebot haben auf jeden Fall von der Schweiz aus mit der Fun for Young von der Marti. Wir machen jetzt das so eben. Ebenfalls würde sagen, wir legen los, Damen und Herren. Jordemar 2015 zu Recht im Party Break. Here we go, not long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go.
Eieiei, Holiday. Und da ist er schon. Guten Abend, DJ Antoine. Hey, ciao. Wie schnell war's? Ich bin extrem schnell aufgestanden. Ich habe ja jetzt noch mein Schönheitsschlöfchen gemacht von 7 Minuten und 20 Sekunden. Und bin jetzt extra zu dir gekommen. Sind es nicht 21 Sekunden gewesen? Ja, vielleicht ist das noch. Ich kann mich verrechnen, aber meine Uhr geht echt sehr genau. Das ist ein Sonnenbrand. Also, liebe Leute, ja, aber, der Pet hat rote Nase und rote Arme. Ja, es ist fast alles rot geworden, irgendwie. Also, man aber sieht nicht alles. Aber du hast dich gut gehalten, damit nichts verbrennt. Alles. Was ist denn los? Ich habe dass du noch die Nase frei warst. Ja, es ist die neue Regel von Loret de Mar offenbar. Wir dürfen nicht mehr zu viel Freizeit rumlaufen. Du bist auch wieder gut gekleidet heute, wie immer natürlich. Du glitzerst weniger. Du machst jetzt neues Rocker, oder? Steigst musikalisch um in dem Fall? Nein, nein, wir bleiben ganz klar beim Sound. Ah ja, seit wann hört die Halle an? Bist du im Halle da, oder? Gar nicht, aber fast so ähnlich. Nein, hey nochmal. Resident natürlich in Loret de Mar. Eigentlich schon letztes Jahr gewesen, oder? Ja, wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Daten. Letztes Jahr bin ich glaube 6 Mal gewesen, dieses Jahr 15 Mal und nächstes Jahr vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Also jeden Mittwoch, Ende Mai bis Ende August im Tropics. Ja. The place to be in Loret de Mar. Und es ist auf jeden Mittwoch wirklich eine riesen Freude. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir fragen die Leute, was hat dir bis jetzt im Sommer am besten gefallen? Dann muss ich oft wirklich zugestehen, Tropics, das ist einfach das geile Party, werden es nachher nicht sehen, in der Kamera natürlich, ja, live dabei. Absolut. Und das Fakt, es ist immer eine Wahnsinnsstimmung und Leute von Frankreich über Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich, Portugal, Polen, die auch immer hierher kommen, sie feiern. Wie geht es jetzt weiter? Also, wie tust du dich da vorbereiten? Gibt es noch ein Ritual beim Herrn Konrad? Jetzt, wir packen die Kamera, sitzen ins Auto, fahren rüber und gehen ins DJ-Pool und dann geht's los. Wunderbar, würde ich sagen, machen wir. Ist Tropics, hä? Tropics, peace. Das jetzt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn du ins Tropics amix einlaufst, oder? Ist ja schon Routine geworden jetzt, dass halt schon anders auch empfangen wird als teilweise im Heimatland. Du hast natürlich schon immer die Vibe, die auf dich wartet. Und wenn du nachher hinter dem DJ-Pult wartest und die Leute so halt wirklich wie im Fußballmatch mitsingen, dann ist natürlich das Adrenalin schon ein bisschen mehr am Kochen. Und dann gehst du auf die Bühne und dann hast du einfach gute Laune. Und heute so bin ich natürlich wieder excited. Zäpfli aus Sissach ist ja unglaublich. Nach 15 Stunden DJ-Set sind wir fertig. Jungs und Mädels, es ist 17:30, der Club hat zugemacht. Wie sieht es auch, oder? Wir nach mir nur die Sinnflut, Leute. Schaut mal an, es ist flotschnass. Meine Wasserkübel, 255 Wasserkübel, haben den Club zum Schwitzen gebracht. Ich habe auch nasse Schuhe und es macht bei mir so... Ja, man merkt, der Herr Konrad ist vollkommen nass und feucht. Aber es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, du hast nicht mehr aufhören. Ja, es ist ja schon so, dass am leider um 5 ist Schluss und oder am Viertel ab 5 und dann ist halt Schluss. Aber du weißt, es ist einfach so eine gute Vibe. Und eben heute, es hat Leute aus jedem Land irgendwie und die Stimmung ist einfach gut. Und mir macht es Spass. Dir hat es auch Spass gemacht. Ja, und schau mal. Wir sind noch verschont geblieben, wir sind nicht nass geworden. Ich meine, du hast ja überall rumgespritzt. Ich habe nicht geschwitzt, das ist eben so. Wir müssen mal schnell schauen, wie das aussieht, oder? So hat das ausgesehen. Also wirklich ins Zeug raus, zack, bumm. Und man ist wirklich froh, wenn man da nicht noch nass gespritzt worden ist, oder? Ich meine, du hast ja fast niemanden verschonen. Ich spritze gerne nass. Und nein, es ist einfach genial gewesen. Ich meine, ich hoffe, die haben die guten Bilder im Kasten, da kann man eigentlich Bilder sprechen. Und
Ich muss noch sagen, Leute, die auch Freude haben, hören Holiday und dann wissen ihr, wie es täuschen lässt. Absolut. Und was ich auch mega cool gefunden habe, das gibt es äußerst selten, da schauen wir auch ganz kurz rein, nämlich du hast dir extrem viel Zeit genommen für deine Fans. Das machen sehr, sehr wenig Leute. Auch viele Schweizer an dieser Stelle, die sich das grosses Vorbild nehmen können. Unter anderem wirklich jeder Einzelne hat ein Foto bekommen, mit jedem hast du geredet, wirklich ganz, ganz normal. Ich mache das gerne, weil ohne meine Fans wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und darum bin ich nach so vielen Jahren immer noch irgendwo. Und Autogrammfoto, das gehört auch zu meinem Job und das macht mir Spass. Und ich bin flotschnass und ich wäre froh, wenn ich mich nachher umziehe und darf deine trockenen Kleider darf anlegen. Dann kann ich mich auf dein Harley Davidson setzen und richtig Hotel fahren. Das ist super. Dann würde ich sagen, lassen wir dich langsam jetzt ziehen, oder? Bist du jetzt noch die nächsten paar Wochen hier in Lloret de Mar, Mallorca unter anderem auch? Richtig, bis Ende August. Und ich freue mich natürlich jede Woche. Es ist so wie eine Homebase hier. Man ist natürlich, jede Woche ist so eine lässige Wiederkehr zu Lloret de Mar. Dann gehen wir noch ganz schnell unterschreiben. Du kommst sicher auch an die nächste irgendwann an die Fun for Young Party wieder, oder? Magst du dich noch erinnern, oder? Ja, auf jeden Fall. Eben, das ist würde ich auch sagen, wir haben da noch ein paar Fun for Young Bags, die neuen. Und die gehen wir natürlich exklusiv verlosen mit dem DJ Antoine. So, also, die könnt ihr bei uns gewinnen, partybreak@startv.ch, ein Mail machen, alle Infos auf der Website oder auf Facebook. Es gibt übrigens auch Stift, die besser funktionieren. Das ist ja so. Genau, und dann würde ich sagen, siehst du jetzt, ja, es kommt langsam, das ist sehr bald an irgendeinem von der nächsten Fun for Young Partys wieder mit dem DJ Antoine an dieser Stelle. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Mit Tricks und Gags. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Gute Zeit. Ich bin der Bruno und ich bin der Kameramann. Jetzt geht's ins Nest. Card hat man eine Reise gewinnen mit dem geilsten Bild auf Instagram für 9 Tage Lloret de Mar. Und unsere Gewinner vom Stewcard-Wettbewerb Fun for Young sind jetzt bei uns. Einmal mal, spürt ihr euch noch? Ihr habt 9 Tage gewonnen! Nein! Nein, es ist schon cool. Es ist schon recht derb. Und wir sind mega froh, haben wir das gewonnen, aber wir haben schon auch etwas verdient. Wieso haben wir das verdient? Weil wir uns so eine Mühe geben für unser Bild. Wir haben uns so viel einfallen lassen. Es war die Idee von ihr. Dann haben wir unsere Barbie aus dem Keller holen. Wir schauen das Bild auch schnell an, so sieht das aus. Und wieso gerade Barbies? Ja, wir haben gedacht, wir müssen etwas Spezielles machen, nicht einfach so ein 0815 Bild. Und ja, dann sind wir halt auf die Idee gekommen und so haben wir halt auch gewonnen. Sind denn ihr privat auch mal ein bisschen Barbies? Nein, überhaupt nicht. I wanna get wild.
13. Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst. Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen. Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben. Wenn du Cash nach Hause bringst, statt es in Novolines zu schmeißen, damit Mama sich nicht mehr bei ihrer Putzstelle quält. Du bist Boss, wenn du aus der Bank gehst und lächelst. Wenn dich alte Feinde ansehen, dich anflehen und betteln. Du bist Boss. Jetzt chillen sie schon ein bisschen, aber das gehört sich natürlich auch dazu. Guten Mittag, Kollege! Guten Mittag, erstmal einen heißen Haffee zum Wachwerden hier. Wir haben jetzt 2 Uhr und wir sind langsam jetzt am Wachwerden. Wie ist denn das eigentlich, oder? Gestern habt ihr wirklich die Bude gerockt im Tropics, der Club eigentlich in Loredemar. Und jetzt geht es eigentlich schon weiter. Hat man überhaupt ein bisschen Zeit auch zum Entspannen? Nee, gar keine Zeit. Nur auf Achse. Und Kolle nur auf Achse, Achse, Arbeit, 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 Arbeit. So ist das. Was ich besonders toll finde, es gibt hier kein Alkohol. Müssen wir mal kurz schauen. Also nichts von da an dieser Stelle ist alkoholisch. Ist das bei dir immer so? Ja, ja, ich trinke keinen Alkohol seit 2 Jahren, nur Kaffee. Tatsächlich? Wirklich? That's real? Aber was er gerade gesagt hat, okay, manchmal ist stressig so Jet-Set-Life-mäßig so. Das Boss-Life ist natürlich anstrengend, aber ist auch schön hier mal zu sitzen. Wir haben jetzt noch 4 Stunden, dann müssen wir zum Flughafen und knallen uns hier gleich noch ein schönes Mittagessen rein. Es gibt gutes Essen hier in dem Hotel. Das ist das beste Hotel hier übrigens in Lorette. Wie ist eigentlich, wenn du jetzt jede Woche im Tropics deinen Auftritt machen kannst? Wirklich der Club hier in Loredemar. Jenste große Stars sind schon dort gewesen. Du bist dieses Jahr einer dabei. Ist schon eine Ehre, oder? Ein bisschen. Was sagt der Boss dazu? Ja, ist natürlich schön hier. Tropics ist ein geiler Club. Das Coole ist auch, es sind immer verschiedene Leute da. Gestern zum Beispiel waren die Holländer am Start. Ne? Der ganze Club voller Holländer, die tanzen auf irgendwelche Elektromusik. Ich kannte die gar nicht. Du kennst die. So DJs sind anscheinend voll bekannt. DJ, wie heißen die? Rudi? Gut. Und dann war die ganze Tanzfläche voller Holländer. Ne? Und da haben wir einfach mitgemacht. War halt geil, weil die mich nicht kennen. Ne? Normalerweise, wenn ich in den Club gehe, so die Leute kennen mich, dann artet das so eine Autogramm- oder Fotostunde aus. Aber so haben wir mit den Holländern richtig abgezappelt gestern. War schon ganz lustig mit den Jungs da. Merkt ihr das jetzt auch, wenn viele Leute im Club sind, die eigentlich nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen? Die ticken ja ein bisschen anders, wenn ihr auf der Bühne seid, oder? Ja, das sind ja aber verschiedene Räume. Also bei uns kommen die ganzen Deutschen dann immer. Weil wir hatten ja auch gestern die Hip-Hop-Area. Normalerweise sind wir ja da, wo gestern die Holländer waren. In der großen Halle. Gestern war aber Holländer Überschuss, deswegen haben sie es umverlegt und wir sind unten in die Hip-Hop-Halle, die ein bisschen kleiner ist. Und haben da, ja, aber auch nice so, war halt ein bisschen heißer. Ja. Ne? Normalerweise musst du dir vorstellen, sind da halt 3-mal so viele Leute wie gestern da, weil die Halle einfach oben größer ist. Gestern, wie gesagt, war der Holländer-Überschuss da. Das wird immer so ein bisschen angepasst, je nachdem, wie es gerade aussieht. Aber schon natürlich auch sehr viele Deutsche hier in Loredemar. Man hört es auch immer, oder? Wenn ihr in der Nähe seid, dann tobt die Menge, oder? Schon beim Hotel draußen, überall ein bisschen. Oder, Kollege, der Boss, wie wird man denn eigentlich Boss? Also, das ist ein bisschen so, oder? Das ist angeboren. Kannst du nicht lernen. Schon als kleiner Kollege, als kleiner Felix. Entweder kommst du als Boss auf die Welt. Ich kam mit Goldkette zur Welt und Pimp slappte die Hebamme. Batsch, batsch. Und das kannst du nicht lernen, ja. Merkt ihr jetzt, wenn ihr jetzt in Mallorca seid, beim Auftritt selber, dass die Leute anders drauf sind als hier in Lorette? Es tut sich nicht viel, es ist beides Feierpublikum, aber ich muss sagen, die Leute in Lorette haben so ein bisschen mehr Stil. Ne? Sind schon so ein bisschen angenehmer. Ja, die Ballermann-Leute, die sind immer noch so ein bisschen, ey, guck mal, da habe ich versucht, irgendwie mal Fotos zu machen mit denen, beim ersten Auftritt so. Die packen dich hier, die sind halt richtig motiviert. Ne? Die geben dir hier den Nackenklatscher. So, eigentlich muss ich die wegklatschen, aber da verkaufe ich keine CDs mehr. Ne? Ja, Kolle und so weiter. Ey, da habe ich 3-4 Fotos gemacht, da hatte ich die Schnauze voll. Ne? Das ist halt richtig, ja, die drehen am Rad. So, ne? Hier Lorette ist so echt so ein bisschen angenehmer, die sind gesitteter. Das unterscheidet sich schon ein bisschen. Ja. Höflicher. Ja, die fragen, dürfen wir ein Foto machen? Die kommen nicht und packen dann einfach ein, Kolle, mach mal ein Foto. Das ist ja eigentlich faszinierend, weil Lorette hat ja ein bisschen ein anderes Image, oder? Aber wenn man das so hört, also wenn er niveauvolle Ferien-Event hat, dann kommen wir nach Lorette. Es ist unglaublich, dass man das heutzutage sagen darf. Da sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht und sehen euch dann, ich würde mal sagen, das nächste Mal nicht in Spanien, sondern wenn ihr irgendwann dann in der Schweiz seid. Kommen wir auch mal vorbei und hören uns dann, was es Neues gibt und wenn dann der neue Clip und alles kommt, oder machen wir das? Machen wir gerne, ja. Das ist Boss. Okay, danke dir. Schön, gute Zeit, bis bald. Danke, tschüss, da, ciao.
ersten zwei, die heute mit dem Martigar hier in Jordemann angekommen sind. Und man sieht eigentlich, die Augenringe sind nicht einmal so schlimm im Moment, oder? Nein, echt nicht. War es schlimm, diese Stunde von... Du, von wo bist du? Von Art. Von Art, das ist Kanton Schweiz. Ja, Kanton Schweiz. Leck, sind wir schlau. Gut, er hat es vorher gesagt, aber... Ja, also, und ist es gegangen mit diesen vielen Stunden? Es ist locker gegangen, wir hatten recht Party im ganzen Jahr, bis am Morgen um 3 Uhr, bis die einen auch langsam müde wurden, sind dann auch abgegeben. Aber du bist natürlich nie müde geworden in dieser Zeit, oder? Nein, sicher, ich habe keine Minute die Augen zu, da ich kann Vollgas geben. Oh, das heisst also, Party fängt eigentlich schon auf dem Weg hier an, oder? Ja, voll. Voll? Ja. Hast du es können geniessen? Ja, ich habe extra die Nacht durchgemacht, dass ich im Gar schlafen kann. Aha. Aber es war leider nicht der Fall. Ich konnte echt nicht schlafen im Gar, weil es ist echt Party. Nicht können oder nicht wollen? Ja, wahrscheinlich ein bisschen beides. Wieso gerade nach dem Markt? Wir wollten eine Party machen und dann haben wir so geschaut, dann haben wir es gesehen, Marti-Reisen. Super Angebot, ja, genau, und darum sind wir drauf. Das machen wir jetzt also. Genau. Gut, und du auch das erste Mal in Lorem? Ja, das erste Mal hier. Und hast du auch gefunden, hey, die Partydestination Nummer 1, die ich muss selber miterleben muss? Ja, voll, ich denke, musst du erst erlebt haben. Wo bist denn du sonst so ein bisschen in die Ferien gegangen oder noch nie Partyferien gehabt bis jetzt? Das ist die erste Partyfirma, wir sind immer mit Kollegen sonst ein bisschen Roadtrip gemacht und so. Ein paar saufen und so. Ja, ich habe Zeugs umeinander gefahren. Ja, und man spürt schon, die paar Stunden im Gar, die haben natürlich nicht so einen Nacheffekt, oder? Nein, nie. Topfit, topfit, top ja. Topfit? Was hat es denn alles gegeben in dem Gar? In dem Gar Leute und Radau. Radau. Fest, Fest Eis, Giole nach dem anderen. Also das heisst, man spürt sich eigentlich... Okay. Hat er geheißen? Mina oder was auch immer. Wieso hast du gefunden, hey, das Jahr geben wir einen voll durch? Ja, keine Ahnung. Ich weiss, weil Fest, oder? Hier ist geil, hier ist geht's ab, haben wir gehört, Kollegen gesagt. Und darum sind wir hergekommen. Jetzt wollen wir schauen, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so ist? Ja. Wieso gerade Fun von Jan? Das beste Angebot, ja. Richtig. Und er hat kein Geld für das bekommen von uns? Ich gebe dir das nachher noch. Gut, also. Und du, erstmal in Jordemar? Ja, Mann, voll. Wieso gerade Lorette Demar? Ich wollte unbedingt eine Fecko-Party machen. Wir sind, also ich bin volljährig geworden. Und nein, das ich gratuliere. Schön. Danke sehr. Sag jetzt nicht, was es als Geschenk gibt. Das kommt dann nachher noch. Und dann hast du gefunden, dann gehen wir auf Lorette. Auf jeden Fall, ja. Auch das erste Mal? Ja, genau. Das erste Mal, so ohne Eltern, ohne nichts. Weiter geht's mit den Nächsten und die sind auch heute Abend, heute Morgen angekommen eigentlich, hier in Jorre. Ja. Ja. Wie ist es gegangen mit der Fahrt? Es war laut, aber Lohen. Ja, aber man konnte schlafen. Ja, man konnte sehr gut schlafen. Ah ja? Ja. Aber wie geht das? Habt ihr euch irgendetwas hingeworfen? Also natürlich ja. In Form von Ohren und so. Ja, genau. Ohren, wie sagt man denn? Kopfhörer. Musik ganz laut dreht und dann geschlafen. Ja. Und wieso habt ihr euch gerade für Jorge Demar und Fun for Young entschieden? Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass sie Arsch geil und dann dachte ich, ja voll, wieso nicht? Ja, Betonung auf Arsch, das ist es so. Und wieso gerade mit Fun for Young? Wir haben eigentlich recht lang gesucht und irgendwie haben wir schlussendlich gleich entschieden, ja, wieso nicht Fun for Young, weil hat auch einfach so gepasst. Genau. Ja, Damen und Herren, das war Fun for Young 2015 in Jordemann, unser Jordemann Special. Neben Rimini eine lohnenswerte Sache für euch, um selber nächstes Jahr einmal eins von diesen zwei Destinationen zu buchen. Rimini, Jordemann und noch weitere, alle Infos findet ihr unter funforyoung.ch. Und vielleicht sehen wir uns dann auch nächstes Jahr ja, eins von diesen
Fun for Young Tag an dieser Stelle. Und natürlich mit Musik, seht ihr, das ist eben noch geil auf dem Katamaran. Oder man hat geile Sound noch gleichzeitig, man kann Party feiern, Burger essen, Drinks haben mit Fun for Young. Wirklich eine geile Sache, was euch auf keinen Fall dürfen den Gala ist, die grosse Fun for Young Party am 31. Oktober. Auch schon in der Expo-Halle in Bern. Alle Infos dazu auch unter funforyoungparty.ch. Ich sage, liebe Grüße in die Schweiz, bis nächste Woche im Party Break. Und nicht vergessen, 2016 vielleicht schon vormerken, Partyferien mit Fun for Young von der Marti. Liebe Grüße direkt aus dem Katamaran. Tschüss. Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Joedemar und Rimini mit Marti-Reisen. StuCard.ch, die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Und UE Megaboom, dein kabelloser Party-Sound.